Wenn wir von Problemen mit der philosophischen Aufklärung sprechen, geht es nicht nur um den schillernden Begriff der Perfektibilität, der Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen, die heute noch Fragen aufwirft wie, wie perfekt müssen wir eigentlich sein, sondern es geht natürlich auch um den Zentralbegriff der Aufklärung, die Vernunft. Die Aufklärung als das Programm mittels Vernunfterkenntnis zu einer prinzipiell durchschaubaren Umwelt und vielleicht auch einer Zivilisationsstufe zu gelangen, die Gewalt reduziert, die Korruption reduziert. Dieses Programm der Aufklärung basierend auf der Vernunft ist ein Programm, das ein hochgradig idealistisches ist und das auch in seinem Zentralbegriff der Vernunft in vieler Weise denkerisch angreifbar bleibt. Zwar war die erkennende Vernunft oder auch sinnbildlich die erhellende Vernunft, das Licht der Vernunft als Mittel, die Um- und Mitwelt zu erkennen, zu durchschauen, sich zu orientieren, spätestens in den Bemühungen von Platon und Sokrates im Rededuell gegen die Sophisten ein zentraler Punkt und war es auch in den ersten forschenden Naturwissenschaften und den ersten Bemühungen um ein Naturrecht und nicht zuletzt auch im philosophischen Rationalismus um René Descartes und seine Zeitgenossen war die Vernunft als die erhellende Instanz im Menschen, die es uns ermöglicht, über uns selbst hinaus zu denken und denkerisch Beziehungen zu Objekten herzustellen, die leitende Vorstellung. Problematisch und vieldeutig wurde der Begriff der Vernunft zur Zeit der philosophischen Aufklärung dadurch, dass ein Menschenbild damit verknüpft wurde, welches teilweise bei manchen Denkern ganz auf die Vernunft reduziert wurde. Wir sehen also eine zentrale Problematik der Philosophie der Aufklärung nicht im Verwenden des Begriffes der Vernunft oder des Verstandes, was nicht dasselbe bedeutet. Es gibt eine differenzielle Unterscheidung zwischen Vernunft und Verstand, darauf kommen wir noch. Wir sehen die Problematik der Aufklärung jedoch nicht in der Thematisierung des Vernunft- oder Verstandesbegriffs als Vehikel zur Welt- und Selbsterkenntnis, sondern in der Reduktion des Menschenbildes auf die Vernunft. Hier entwickelte sich ein erster Riss im Denken der Aufklärung. Ein Riss zwischen denjenigen Denkern, die die Vernunft mit Aristoteles, aber in einer epochalen Eskalation von Aristoteles' Definition des Menschen als Zoon, Logon, Echon, als vernunftbegabtes Lebewesen, einzig und allein auf die Vernunft abstellen wollten und alles Menschliche gleichsam mit Vernunft identifizieren wollten. Und andere Denker, die sagten, dass bei dieser einseitigen Verortung des Menschlichen im vernunftgegründeten Selbst sehr viele andere Möglichkeiten, Mensch zu sein, Lebewesen zu sein, Beziehungen herzustellen, einfach über Bord fielen. Die Gefühle, der große Bereich der Emotionen, später der Bereich des Unbewussten, der mit Freud uns vielleicht doch nicht Herr im eigenen Haus sein lässt und so weiter. Wir sehen also, dass dieser Riss im Denken der Aufklärungsphilosophie weniger in einer begrifflichen Definition der Vernunft wurzelt, als vielmehr in der Reduktion des Menschenbildes auf die Vernunft, in der Vereinseitigung, vielleicht sogar Halbierung des Menschenbildes auf die Vernunft- und intellektnahen Tätigkeiten. Die Selbstidentifikation mit der erkennenden Vernunft war für einige kritische Denker zur Zeit der Aufklärung, für einige Gegenaufklärer, eine unzulässige Verkleinerung des Menschen. Sehen wir, wie sich diese Spaltung weiterentwickelt hat. So sehen wir, dass sich eine unheilvolle, auch politische Entwicklungslinie geschaffen hat, die genau in dieser ersten Spaltung beruht. Wir sahen, dass die Aufklärung als Programm und auch die Perfektibilität, die Vervollkommnungsfähigkeit von Mensch und Staat als Kollektiv einen Schatten geworfen hat.
Wir sahen die liberalen Bewegungen der Aufklärungsdenker und derer, die die Vervollkommnungsfähigkeit als Ideal angesehen haben, beispielsweise in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 oder in der französischen Revolution von 1789. Wir sahen diese positiven Bemühungen in der Etablierung von Menschen- und Bürgerrechten, die universelle Geltung haben sollten. Wir sahen diese Entwicklung in verschiedenen Emanzipationsbewegungen, die nicht nur die Frauen als solche betroffen haben, sondern auch viele andere diskriminierte Minderheiten. Wir sahen aber andererseits auch, dass mit der Perfektibilität eine Diskriminierungsmöglichkeit geschaffen wurde, nämlich all diese auszugrenzen, die einem bestimmten menschlichen Ideal aus irgendeinem Grund nicht entsprechen. Ja? Und die Reduktion des Menschen auf die erkennende Vernunft ist in einer politischen Weiterentwicklung auch deshalb problematisch, weil unter anderem diese Reduktion des Menschenbildes auf die Vernunft so viel Protest geweckt hat bei vielen Denkern, dass das Irrationale andererseits eine überproportionale Geltung bekam. Man kann sagen, im Schlagschatten der vernunftorientierten Aufklärung blühten die Irrationalismen. In dem Bemühen mancher Gegenaufklärer oder Aufklärungskritiker, den Menschen von der einseitigen Identifikation mit der Vernunft freizusprechen und ein Refugium zu schaffen für die nicht vernunftbezogenen Vollzüge, die gleichwohl zum Menschlichen gehören, hat sich eine übergroße Toleranz, ja teilweise sogar eine völlig unproportionierte Anerkennung und sogar Überschätzung des Irrationalen, des Nicht-Vernunft-Geprägten entwickelt. Wenn ich in vorangegangenen Beiträgen gesagt habe, dass die Perfektibilität des Menschen nicht das alleinige Sollziel darstellen soll, sondern dass man die Freiheit bewahren sollte, sich zu extrapolieren und sich auch oberhalb dieser ideellen Konzepte zu sehen, dann meine ich damit nicht, dass der Mensch sich im Gegenzug mit irrationalen Prozessen identifizieren sollte. Ich meine, er sollte sich weder mit der einseitigen Vernunftorientierung mancher Radikalaufklärer identifizieren, noch auch mit der fluchtartigen, eskapismusartigen Selbstverortung im Irrationalen, wie es manche Gegenaufklärer versucht haben. Ich bin der Meinung, man sollte auf einer Metaebene denken, wenn man das Konstrukt des eigenen Ichs denken möchte und sich eben nicht identifikatorisch mit der einen oder anderen Seite gleichsetzen. Problematisch bei dieser historischen Entwicklung, dass das Licht der Aufklärung den Schlagschatten des Irrationalismus mitzeitigte, Licht und Schatten gleichsam in der historischen und philosophischen Perspektive, ist, dass gerade im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts und nochmals im 19. Jahrhundert, dann sehr stark in den politischen Faschismen des 20. Jahrhunderts, ein denkerisches Refugium geschaffen wurde, welches den Irrationalismus sehr stark anerkannt hat, im Gegensatz zu den Bemühungen der Aufklärer. Was also zunächst als ein möglicherweise sehr humanistisch geprägtes Denkschema entstanden ist, nämlich den Menschen von voreiligen Etikettierungen und Zuschreibungen als rein vernunftorientiertes Lebewesen ohne andere nicht vernunftbasierte Prozesse freizuschreiben, was vielleicht wirklich als im gewissen Maße als eine Emanzipationsbewegung im Sinne von Emanzipation von einem menschlichen rein vernunftbasierten Ideal begonnen hat, das entwickelte sich sehr schnell zu einer übergroßen Toleranz oder, wie gesagt, einer Überschätzung des Irrationalen, der sogenannten Gefühlswelt, des sogenannten Unterbewussten. Durch diese Toleranz des Irrationalen, die zunächst gleichsam als die fehlende Hälfte zur Aufklärung und Selbstidentifikation der Vernunft proklamiert wurde, sich dann jedoch verselbstständigt hat zu einem ganz eigenen Menschenbild, das vorrangig im Irrationalen gründete, das dem Irrationalen ungeprüft und unkritisch eine Erklärungsmacht zugewiesen hat. Durch diese historische Entwicklung haben sich auch
politische Extremismen und Faschismen vorbereiten können. Ich möchte so weit gehen, dass zu sagen, dass ohne die Neigung, insbesondere auch der Romantiker und mancher Philosophen des 19. Jahrhunderts, das Irrationale als die gleichsam fehlende, vergessene Hälfte des Menschen in der Aufklärungsphilosophie hochzustellen und besonders zu betonen und dort eine Erklärungsmacht zu suchen, möglicherweise sogar zu finden, dass diese Entwicklung eine politisch sehr unheilvolle war, die den Faschismen den Weg gewiesen hat. Selbstverständlich sind die Faschismen in Europa keine politische Entwicklung, die monokausal zu erklären wäre. Natürlich gibt es mehrere Entstehungs- und Entwicklungsgründe von Faschismen, aber die Toleranz für irrationale Lehren ist ein ganz entscheidender ideologischer Faktor. Und diese Toleranz für Irrationales hat zum Teil auch einen Entstehungsgrund in der Gegenaufklärung. Ja? In dem bereits benannten Bemühen mancher Gegenaufklärer, den Menschen, vielleicht ursprünglich sogar wirklich aus hehren Zielen heraus, von der einseitigen Zuschreibung als nur vernunftbegabtes Lebewesen freizuschaffen, ja? Und ein Refugium zu bilden, auch für kreative, emotionale, ja, kurz irrationale Prozesse, die eben nicht mit der Vernunft gleichzusetzen sind. Von dieser erwünschten Heranziehung einer zweiten Hälfte dessen, was Menschsein bedeuten kann, bis zu einer Verselbstständigung des Irrationalen als Programm und Grundlage eines neuen Menschenbildes, war es leider systematisch und historisch ein relativ kleiner Schritt. Und eine Politisierung des irrationalen Menschenbildes in verschiedenen extremistischen, radikalen und auch faschistoiden Programmen ist leider oft eine naheliegende Konsequenz, eine Dynamisierung, die sehr schnell stattfinden kann. Das Licht der Aufklärung, das den Schlagschatten der Irrationalismen wirft, das ideale, perfektible Menschenbild der Aufklärung, das auch den Schlagschatten des Irrationalen als möglicher zusätzlicher oder schlussendlich sogar alleiniger Erklärungsform bietet, das ist ein geistiger Gärungs- und Klärungsgrund unheilvoller politischer Entwicklungen. Ich bin auch der Auffassung, dass bestimmte Philosophen des 20. Jahrhunderts, die sehr irrational, sehr dunkel, sehr unsauber in mancher Hinsicht gedacht haben, geschrieben haben, Heidegger ist ein Beispiel davon, diesen Anklang bei ihren Zeitgenossen niemals gefunden hätten, ohne das Dunkel der Gegenaufklärung, welches einen Generalverdacht gegenüber der Vernunft und demzufolge auch der klaren Ausdrucksweise philosophischen Sprechen gezeitigt hat. Ich bin der Meinung, dass der Schlagschatten des Lichtes der Aufklärung diese Überschätzung irrationaler Denk- und Sprechweisen schlussendlich zu einer großen Toleranz von Philosophen und nicht nur von Philosophen als Autoren, sondern auch von Philosophien als überindividuellen Programmen geführt hat, die schlussendlich auch Wegbereiter der Faschismen waren. Wir sollten ausgewogen sein und den Menschen sehr wohl als vernunftbegabtes Lebewesen ansehen, mit Aristoteles, mit all den Wandlungen und Modifikationen, die ein moderner Aristotelismus im 21. Jahrhundert noch haben kann. Wir sollten gleichfalls auch sehen, dass es einen Bereich des nicht, noch nicht rational Erklärbaren gibt, der gleichwohl für die allermeisten Menschen zu ihrer Selbstdefinition vital dazugehört, die Emotionen, die Gefühle, die Träume, das Irrationale, das aber niemals im Irrationalen eine überlegene Erklärungsmacht gesehen werden kann, die programmatisch gilt und die vielleicht sogar unverständlichen und unklar gedachten Sätzen in der Philosophie eine Scheinbedeutung geben will, einen autoritären Klang, der sehr leicht in Abhängigkeitsverhältnisse führen kann, die auch politisch weitergedacht werden und die nichts mehr mit dem Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu tun haben.